Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde in der griechischen Pyramide von Legend of Grimrock 2. Und ja, ich sag griechische Pyramide wegen den Medusen, die hier rumfliegen. Okay. Wir sind ja das letzte Mal kläglich gestorben in der Feuerballfalle und müssen deswegen einiges nachholen. Obwohl einiges eigentlich nicht. Müssen wir da runter? Kurz gucken. Oder waren wir schon da unten? Also hier die Fallgruben runtergeklettert. Gucken wir mal kurz. Hier war nur Giftbombe. Giftbombe brauchen wir nicht. Ja, doch, hier waren wir schon. Okay, dann heißt es jetzt bloß wieder diesen Sack hier aktivieren. Genau. Hallo. Ja, hier kriegst du den Zettel und die dazu passenden Handschuhe. Die brauchen wir nämlich beides nicht mehr. Ja, wenn wir es wegnehmen, dann geht es wieder zu. Und wir finden hier tolle Sachen zum Essen. Essen, Essen. Das war falsch. Hier ist voll, schon vollgestopft. Du kriegst mal den Schlüssel. Können wir sonst noch was an dich vergeben? Ja, Pfeile. So. Vitality Potion kriegt. Kriegt sie definitiv. Und Essen und Essen. Und da ist noch eine Vitality Potion, die kriegt er. Und noch mehr Essen. Und noch mehr Essen. Viel zu viele Mana-Kräuter, Giftbomben. Ah, die schenke ich euch. Das Essen kann auch noch zu dir. Nein, kannst nicht. Du bist überladen. Dann isst du mal schönes Schneckenhinterteil. So, das ist noch ein Rätsel. Blatt. Gut. Wäre das gemacht. So. Übrigens habe ich mich aus Versehen spoilern lassen. Ja, leider. Was das Ende angeht. Und zwar, ich gucke ja selber Let's Plays, habe ich schon mal angedeutet. Und ich habe einen Let's Player, der auch Legend of Grimrock 2 spielt. Also der, wo ich damals auch Grimrock 1 mir das erste Mal angesehen habe. Was mich ja in die Let's Player-Branche sozusagen reingebracht hat. Damals noch als Zuschauer, jetzt als eigener Let's Player. Ich habe mir natürlich sein Grimrock 2 Let's Play nicht angesehen. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Das Problem ist, ich krieg seine Folgen davon in die Abo-Box reingestopft. Sprich, ich sehe die Folgentitel, die er vergibt. Und habe deswegen gesehen, auch allein darum, dass er schon wieder ein neues Let's Play angefangen hat von Grimrock. Also dem scheint das Spiel genauso gut zu gefallen wie mir. Scheint es zwei verschiedene Enden zu geben. Ein gutes und ein schlechtes Ende. Und er hat das schlechte Ende erwischt. Ah ja, kann passieren. Hallo? Soweit ich weiß, war hier eine Medusa irgendwo. Ah, da. Wow, ouch. Und ich werde versuchen, das gute Ende. Au. Hörst du auf, mich so zu beschießen? Wow. Du kannst ziemlich schnell schießen. Ich werde versuchen, das gute Ende zu bekommen. Wobei ich ja schon eine gewisse Ahnung habe, woran das hängt mit dem guten und dem schlechten Ende. Und zwar haben wir ja, wissen wir ja bereits von diesen Elementaressenzen, die wir hier haben, gibt es noch eine fünfte. Wow, hallo Schlange. Was machst du denn hier draußen? An dich kann ich mich nämlich gar nicht erinnern. So. Weg mit der Schlange. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Wir haben zwar einiges an Pilzen, aber das will ich jetzt nicht so wirklich verschwenden. Außerdem habe ich keine Lust, das alles nochmal zu machen, falls was schief geht. Deswegen gehen wir kurz auf die andere Seite, speichern doch mal. Also ja, wie gesagt,
Das fünfte Element ist wahrscheinlich das, was ich jedenfalls vermute, woran das Ende abhängt. Deswegen will ich versuchen, das fünfte Element auf jeden Fall zu finden, was mich zu meiner Slave Slots Full Override or Delete Safe Game. Okay, muss ich hier unten anfangen zu deleten. Wir können also nur 99 Safe Files haben. Dann muss ich die ersten 10 mal rausschmeißen. Dumm, die dumm. Also ja, dass irgendwie, dass man den Schrein für das fünfte Element durch diesen Pfad von Kilhagen findet. Wir haben ja schon auf der ganzen Insel solche Texte gefunden, dass Kilhagen mit seiner Mannschaft hier gestrandet ist und so weiter. Und er dann Rache wollte, nachdem alle gestorben sind und so. Und ich habe so die Vermutung, dass irgendwo in den Texten die Lösung verborgen ist. So, jetzt aber geht es erstmal hier lang. Hier ist noch Munition für dich. Nein, du nimmst nicht Munition in beide Hände. So. Oh, war das irgendwie ein Zauber? Also ich habe gerade nicht gefisselt, ich habe irgendwie gezaubert aus Versehen. Behalte ich das mal im Hinterkopf, dass die mittlere Rune, also die Ordnungsrune, irgendeinen unbekannten Zauber kann. So, jetzt kletter ich aber erstmal hier runter. Oh, direkt in einen Gegner rein. Hier öffnet sich wahrscheinlich der Weg, genau, in die Pyramide rein. Also in das, ach, sagt's mir, in den Hauptgang der Pyramide. Hallo Mumie, stirb ganz schnell, Mumie. Oh, ein Rätsel. Tomb of the Guardians. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal noch einen Gang runter zu klettern. Mit noch mehr Essen. Oh. Achso, du bist wieder verladen. Hat jemand Hunger? Ja, du. Secret, das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Dass man hier irgendwie runter kann oder so, an das Secret ran. Oder ist hier einfach irgendwo mal wieder ein Knopf versteckt? Ach, wir können hier einfach mal gucken. Hinten könnte eine Durchgangsluke sein. Oder man macht einfach irgendwo um eine Tür auf. Man kann ja hier, glaube ich, genau eine Druckplatte setzen. Steinchen. Und ein Teleporter. Ah, nett. Jetzt müssten wir hier das... Nein, kommen wir nicht in, den Secret-Bereich. Und hier ist auch nichts offen. Das hier ist die Rune, die ich aus dem ersten Teil noch kenne. Ja. Ja, also runterklettern ist nicht. So. Ja. Ist gut. Dann klettern wir noch mal runter eben. Gucken, ob jetzt aufgegangen ist. Nö. Hätte ja irgendwie sein können. Also nee, ich sehe nichts, womit ich genau sagen könnte. Nee. Doch, ich sehe was. Du komm erstmal mit. Wusch. Das war auch nicht ganz richtig.
Wir müssten hier runterklettern. Bringt aber alles nichts. Fackel? Die teleportiert uns nur wieder zurück, oder? Ja, das teleportiert uns wieder dahin zurück. Okay, netter Abstecher. Tomb of Guardians. Ja, toll. Okay, ich verstehe schon. Hier ist schon mal noch nicht offen. So. Hier so, hier so. Okay. Und so. Okay, ich sehe schon mal die Guardians. Ich sehe ein verdammt hübsches Schwert. Will haben. Und ja, da spricht jetzt gerade die zwergische Gier aus mir. Wow. Und ich bin versteinert, hä? Okay. So viel dazu. Okay, so viel. Okay, wir können versteuert werden und dadurch sterben wir auch. Übel. Das ist ein richtig übles Ding. Zum Glück habe ich gespeichert. Fängt das Let's Play ja schon mal gut an mit einem Tod. Genau, da ist der Ausgang. Wiederholen wir das Ganze nochmal oder versuchen das wenigstens das Ganze einigermaßen zu wiederholen. Munition. Ist ja nicht so, als ob du wieder fast 200 Schuss hast. So, und einmal runterklettern. Hi. Bye. Das war wohl der Typ, auf dem wir vorhin gelandet sind. Das ist Fleisch. So, das war die nächste Mumie. Und da haben wir wieder das Tomb of Guardians Rätsel. Stein. Ich würde gerne da irgendwie runterkommen. Aber ich kann hier nicht den Teleporter runterklimmen. So. Ich kann nur hier aufmachen. Ja, da lande ich genau in diesem Ding da. Wow. Okay, ich bin rausgekommen. Und ich stehe auf Stacheln. Das ist nicht so toll. Au. Okay, neu laden. Okay, ich weiß jetzt, ich kann einfach durch den Teleporter und dann rückwärts schnell weg.
Das bringt mir allerdings auch nichts, wenn ich in irgendwie eine Stachelfalle reinlaufe und dort feststecke.